Ach, oh, hallo, Tobi, ne? Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Junge, Junge, Junge. Ah, puh. Vielen Dank. Wieso niesen in letzter Zeit so viel? So, wollen wir mal was Produktives machen zwischendurch? Ich brauche mal ein bisschen Auslauf. Ja, warte. Ja. Ich guck gerade noch, wir können auch unsere Ausrüstung noch verbessern. Hier sehe ich gerade, ne? Oh, das wäre ein guter Plan. Ich weiß halt nicht, wie das geht. Verbessern? Aber vor allem weiß ich gar nicht, was ich von den ganzen Sachen verbessern soll. Die Henkersaxt? Ich glaube, ne? Aber da steht halt auch nicht so richtig dabei, was man dafür braucht, ne? Nicht, dass man jetzt irgendwas verbraucht, was man eigentlich noch braucht. Wir brauchen dafür Runen. Das sind diese kleinen Scheiben. Ich habe eine von 12. Warte mal. Ich habe meine irgendwie abgelegt. Ich habe alles abgelegt. Okay. Top Gun, die Höhle, die ich gefunden hatte, war einfach nur ein kleiner Wolfsbau. Den haben wir vorhin schon ausgerottet. So. Ich probiere mal gerade. Ich will einmal hier für 12 kostet das, glaube ich, ne? Ich probiere mal. Dann mach du das mal gerade schnell. Ich lass mal kurz die Hundis noch mal in den Garten. Dann können wir losziehen, wenn du willst. Okay, ja, wäre ich dabei. Super gut. Also uns ausziehen und dann losziehen. Geil. Ja, sehr geil. In der Reihenfolge. Nice. In der Reihenfolge wäre nice. Wär schön. Nice. Nice. So, hat das Ding eigentlich Geschwindigkeit hier? Nahkampfwaffe 21, schade. Hat das irgendwas auf Geschwindigkeit, weil das sehr langsam angreift? Schnitt, Stich, Wucht, Gift, das ist alles ganz toll, aber gewöhnlich selten. Ich glaube, das hier ist geiler, ne? Mit dem Freischalten. Aber ich sehe nicht, Entschuldigung, ich sehe nicht, ob das irgendwie, oder welche Geschwindigkeit das hat, oder welches Gewicht das hat. So. Jetzt haben wir 4 Schnittschaden, mach ich mal. Und dann habe ich 3 Schnittschutz und dann nochmal 4 Schnittschaden, aber das kostet dann, glaube ich, immer mehr, ne? Never force it, just get a bigger hand. Never force it. Okay, ja, ich mache nur die. Okay, man kann nur Waffen, das ist schade. Flammenaltar. Platziere den Flammenaltar über dem Miasma, um dein Haus zu etablieren. Können wir später noch machen. Ich bin bei dem Bau gerade ein bisschen überfragt, wie das am saubersten wird. Okay. Ich glaube, ich brauche mal für einen freien Kopf muss ich mal ein bisschen rumlaufen. Und ich muss mal ein paar Waffen ablegen. Vielleicht mache ich mal da oben eine Waffenkiste draus. Vielleicht machen wir hier oben eine Waffenkiste draus. Dann kann ich mal ein paar Waffen ablegen. Dann ist das mal ein bisschen sortierter. Kann ich Shift? Ja. Den nehme ich den nicht mit. Den Bogen würde ich mitnehmen, den auch. Die Sense würde ich ablegen, weil, ne? Und wir brauchen mal generell ein bisschen Sortierung hier. So, Stapel ablegen. Weil momentan ist einfach nur alle Stapel ablegen. So. Stapel ablegen. Leder hier. Nee, Tobi haben wir letztes Mal schon eingebaut. Ich muss ihn nicht immer einbauen, wenn er die Hunde rauslässt. Das geht schon. Ich glaube, ist schon okay. So, Stapel ablegen. Wunderbar. Was haben wir hier noch? Den Schild behalte ich. Metallschrott würde ich ja noch hier lassen. Und die beiden Baudinger lasse ich auch nochmal hier. Dann können wir gleich ein bisschen losziehen. Rohes Wolfsfleisch würde ich gerne kochen. Mir erstmal Überlebenstrank. 2 Minuten. Oh, geil. Erstmal ablegen, damit ich es nicht benutzen kann. Wenn es drauf ankommt. Und das Fleisch, gucke ich mal, ob wir was damit anfangen können. So. Das Beil gehört auch noch weg. Das kommt auch noch weg. So. Wir können die ganzen Sachen ja später, ich glaube, wir können die auseinandernehmen und kriegen dafür auch Runen dann. Hier sind Holzpfeile, hier ist noch das Schild. Das habe ich eh nicht ausgerüstet beim Zweihänder. Okay. Ist halt ein bisschen langsam, leider. So, Fernkampfwaffe bereiten wir. Okay, Zauberstab, prima. Dann haben wir 3 Dinge, die wir gebrauchen können. Den Zauberstab können wir bestimmt noch weiter ausbessern, ne? Ich weiß, die Fenster habe ich mitgenommen, weil man kann immer welche brauchen.
Okay, hier sieht man schon, dass es breiter ist. Und hier müsste dann eigentlich auch um die Ecke gehen, ne? Ja, müssen wir gucken. Der generische Vogelsound, den man zwischendurch hört, ist übrigens der Whippoorwill, lebend an der Ostküste der USA und wird tatsächlich oft in Videogames verwendet. Wieder was gelernt. Aber ich glaube, das ist genau das Sample, was immer wieder benutzt wird. So, haben wir einen Wolf oder irgendwas? Ich will die Waffe mal testen. Aber ich mache meistens eh Fernkampf, ne? Okay, die ist so langsam, dass der schon längst weg ist. Ach, das mit dem Springen finde ich gut. Das mit dem Springen ist super. Ja, das arme Ding. Ja, ich weiß. Ja, das hat mir auch sehr leid getan. Ich werde später ein wenig weinen. Ja. Aber ich glaube, Fernkampf ist hier, glaube ich, mehr mein Ding. Wobei, das mit dem Blocken, das Blocksystem finde ich auch ganz gut. Macht auch Spaß. Ich glaube, Tobi war hier schon überall, ne? Ich glaube, der hat schon alles weggeräumt. Sammeln. Was ist denn das da? Fleisch. Oh, okay. Ist bestimmt neu und gesund. So. Miasma. War der Tobi hier? Plündern. Metallschrott. Geil. Oh, was hier? Plündern. Ist das Wasser? Keine Ahnung. Ich hab's mal mit. Nee, der Tobi war noch nicht hier. Hup, Papa. Ich glaube, der Tobi war noch nicht hier. Bin mir nicht ganz sicher, aber nun ja. So, das nehmen wir auch mit. Bisschen, ja, Heiltränke können wir gut brauchen. Sehr gut. Okay, ansonsten aber hier nichts. So. Ich glaube, der Zauberstab hilft uns jetzt. Aber ich glaube, der wird später einmal zu low sein. Oder wir müssen mal gucken, ob wir was Neues kriegen. Der ist jetzt sehr gut, aber ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann ziemlich abkacken wird. So. Hier waren wir schon, aber noch nicht unten, ne? Ist noch jemand? Gehört? Ich könnte schwören, ich habe von oben was gehört, aber vielleicht bin ich paranoid. Ich will mir meinen Rücken frei halten. War wahrscheinlich hier unten. Ja, okay. Hex, Hex. So, alles mitnehmen. Igitt, igitt, igitt. Die alten Furzsäcke. Geil, Esther. Juhu, Tobi wird stolz auf mich sein. Nice. So. Ich bin ein Zauberer. Oh ja, ich bin ein Zauberer. Ich spiele dieses Zaubererspiel. Geil. Und es ist sehr gut. Es gefällt mir sehr gut. Macht viel Spaß. So, das Holz ist nämlich nicht mit. Und hier war doch noch... Das da. Können wir das Ding hier aufnehmen? Das Ding hier? Nein. Die Antwort ist nein. So, und hier war...
Okay. Geil, Holzpfeile. Okay, wir kriegen also auch unendlich Bücher. Dann brauche ich ja gar nicht sammeln. Metallschrott nochmal, geil. Dann hier nochmal schnell schauen. Das ist nur Holz. Okay, scheiß drauf. So, das war wunderschön. Ja, ich wedel hier überall mit meinem Baguette rum. Mit meinem Baguette Magique. So. Okay, das haben wir. Ich glaube, Tobi kommt auch gleich wieder. So. Hey. Hey, Tobi, habe ich doch genau gewusst. Na. Na, du? Skeen. Na, so einiges. Huch. Skeen. Ist dein Haus schon fertig, oder was? Nee, ich war gerade ein bisschen Leute umbringen. Leute umbringen also, ja? Ja, ja, ist ein Hobby von mir. Wo hast du denn Leute umbringen? Ich war in der Gruft unten, hab Leute umgebracht. Ich war dann noch in so einem anderen Keller, hab Leute umgebracht und Leute umgebracht. In der Gruft unten, da wohnst du doch. So, komm, Erik, wir gehen Spaß haben. Wenn Tobi hier raus ist, baue ich die Tür zu. So. Dann war ich in der Gruft und hab dort Menschen getötet. Oh, ich bin der Tobi. Ich krieg keine Luft, weil ich existiere. Oh. So. So. Du musst dich ja nicht mal anstrengen, um Fett nachzumachen. Was willst du mir eigentlich jetzt? Ich muss schon meinen Kopf nach hinten schieben, um die ganzen Kinder zu simulieren. Alter. Hasse dich. Hey, Tobi. Welches Kind? Ich hab nicht mal eins. Aber nur so ein lebender Daumen. Ich weiß übrigens gar nicht, wo ich lang gehe, aber ich dachte, wir gehen mal da, wo das Camp war. Probieren wir mal. Erik macht wieder Fatshaming salonfähig, weißt du? Toll, Erik. Hä, was? Tolles Vorbild. Falsche Taste. Geil. Ja. Wo wollten wir jetzt hin? Als ob du dich schämen würdest übrigens, ne? Hä, wieso? Shame tue ich mich schon lange nicht mehr. Wieso kletter ich denn nicht? Ach, ich habe keine Ausdauer. So, ich musste gerade so lachen, Tobi. Ich habe meine ganze Ausdauer verbraten. Ah. Oh, warte mal, hier kriegen wir doch bestimmt noch, oder? Nein. Und hier ist noch eine Truhe, die Tobi übersehen hat. Naja, typisch. Ach. So. Ja, bist hochgekommen, oder? Ging gerade noch so, wa? Ja, nachdem da oben ein riesiger Schatten stand, ich hatte ein bisschen Angst. So, ist der Aber Typ? Die Gegner sind nicht wieder gespawnt, wa? Doch, ich höre Kampfmusik. Ach, das sind Bienen oder so. Ich rette dich. Haha. Schon lustig. Irgendwie ist das geil. Ah, die Truhe ist auch wieder voll jetzt, oder? Ja, ich glaube ja. Oh, da ist wieder der gleiche Streitkolben drin. Ich nehme den mal mit. Geil, hä? Willst du den haben? Du hast mir den ja gegeben. Nee, alles gut. Ich habe inzwischen ja auch andere Sachen. Außer mag ich den Zauberstab eigentlich ganz gerne. Ja, ich weiß. Tobi, mein Baguette Magique. Du wirst. So. Okay, wir laufen übrigens los. Es wird dunkel. Das ist doch nice, oder? Immer das gleiche. Ach. Wow. So, jetzt können sie ihren scheiß Honig aber auch vergessen. Die Kacker. Honig. Honig von der Binnen. So, gib mir den Honig. Das wird aber sehr dunkel gerade. Ja. Okay, scheiß auf euren Honig. Tobi? Ich bin hinter dir. Oh. Du bist nochmal ein Fackelschau machen, gell? Du bist so eine düstere Gestalt. Jetzt mal wieder bei dem Haus hier, ne? Ja, puh, was machen wir jetzt mit der Dunkelheit? Hab ich eine Fackel überhaupt mit? Nee. Ich hab nur meinen Zauberstab. Wo wir in die Dunkelheit schreiten? Der leuchtet aber auch ein bisschen, ne? Ja. Was war das nochmal bei Harry Potter? Ich glaube, Lumos, glaube ich, war Licht, ne? Ich glaube, ja.
Philips, oh Gott, Philips, Alter. Philips U. Lumos, ja, nice. Geil. Da ist doch Feuer, guck mal. Da lagert doch jemand. Ja, da waren wir doch letztes Mal auch. Die haben auch ja, das Camp. Wollen wir wieder nach oben gehen und die von oben wegballern? Ich glaube, die sind nicht da, oder? Bleiben die weg? Ich glaube, die sind nicht respawned. Oh, doch, die sind respawned. Wieso sind die respawned, aber die anderen nicht? Alter. Ah. Da hast du nicht mitgerechnet, gell? Junge, Junge, Junge. Alter, wie die direkt leer saugt. Wie so eine. Wie so ein Vampir. Das ist zwei oder einer? Okay. Oh, 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 der scheint ein bisschen vor. Tobi! Tobi, was denn? Junge, yes! Ich rette dich! Wieso kann man den nicht. Wieso kann man den nicht stunnen, wenn man blockt? Hä? Was ist mit dem? Vielleicht ist der unbeeindruckt. Ja, okay. Dann hier nochmal. Fresh. Oh, Falle! Boah. Huch. Das ist aber, lustig. Findest du ein Bett bei dir? Irgendwo? Wie finden? Was meinst du damit? Also, vielleicht ist hier in einem anderen Zelt noch ein Bett. Geh mal gucken. Also, ich lieg hier im Bett. Da kann man schlafen. Also, die Nacht durchschlafen. Erik, nimm bitte deinen Leuchtstab aus meinem Gesicht. Oh, ich komm, ich dreh mich extra um. Hör auf jetzt, Tobi. So. Warte. Das nehme ich mit. Ah, oh, schade, die Truhe hier hinten ist offen. Die bleibt wohl offen. Toll. Oh, ist frech. Ist aber ein Jägerbogen Stufe 3 drin. Oh, den kenne ich doch irgendwo her. Der hat aber einen Respawn. Cool, da kann ich meinen alten ersetzen. Ich hab dir den gegeben, ne? Letztes Mal. So einen lilanen, ne? Genau. Ja, bei mir ist der grün, nicht lila. Also. Ich glaube, du hast immer noch einen besseren. Aber egal. Trotzdem cool. Ja. Tobi? Ja. So, hatten wir nicht noch irgendwas, wo wir nichts machen konnten? Ich glaube, wir waren letztes Mal schon ziemlich weit in die Berge reingelaufen, ne? Ja, ich glaube ja. Aber es gab dieses eine Lager, da haben wir uns noch nicht rangetraut. Ja. Oh, ach, hier haben wir die Ratte, ne? Ja, okay. Was aber ein tolles Streaming-Zimmer, Erik. Schreibst du hier Witze mit, die ich mache, oder? Ja, natürlich, klar. Ja! Geil. Liebe das. Oh, von dem Turm da oben runterspringen wäre bestimmt auch mal nice. Ne? Geht, musst du aber wegen der Ausdauer gucken. Ach, ja gut, ich habe schon Ausdauer geskillt. Also Konditionen, ich habe jetzt zwei Ausdauerbalken. Okay, dann kannst du ja alles machen. Ja, warte mal, hier unten ist ein Haus mit einer Chest oben auf dem Dachboden. Und da unten ist, glaube ich, da unten ist ein Lager. Ich meine, wollen wir doch mal guten Tag sagen. Guten Tag. Aber nicht Hallo sagen, du weißt, das ist, ne, das hört man nicht gerne. Habe ich gehört, ja. Da weiß man nicht, ob das gut oder böse ist. Rotfels. Erik, sag mal, als du vorhin losgelaufen bist, ne? Ja. Hast du mit dem Dietrich da mal gesprochen? Will der wieder mitgehen? Der Dietrich hat gesagt, der will nicht und wir sollen unsere Scheiße alleine machen und wir sollen andere Eingänge suchen. Okay, ja, gut, dann. Wenn er meint, dann ist es schon sehr abgehoben. So. Ein neuer Zauberstab. Schon sehr abgehoben. Möchtest du auch einen Zauberstab, Tobias? Tobias? Erik? Ja. Erik, steh mal auf jetzt. Erik, es ist Zeit, wir müssen los. Okay, du willst also keinen Zauberstab. Na gut, dann. Erik. Was war das denn hier? Ja, Chat, tut mir leid, ich krieg den nicht wach. Der liegt da und weiß auch nicht. Erik!
Erik, steh mal auf jetzt. Wir wollen ein Abenteuer erleben. Der wird nicht wach. So sehe ich nach dem Aufnahmeabend mit Tobi aus. Einfach so ausgezehrt von diesen echt guten Witzen. Oh, da ist ein Dietrich. Cool. Oh, geil. Schön. Lesen. Oh. In guten wie in schlechten Zeiten. Jolanda ist immer noch schwach. Sie kann kaum ihren Körper aus dem Bett heben. Sie schläft nachts und hat Hitzewallung und Schüttelfrost. Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit einem Kissen. Sie dürfen nicht wissen, dass wir hier sind. Sie sind immer da draußen. Streifen umher, schreien in die Nacht. Wir sind umzingelt. Ich will nicht, dass sie unser Ende sind. Ich will Frieden. Ich werde immer an deiner Seite sein. Ich verspreche es dir. Ich liebe dich, Yolanda. Alieno. Oh, da ist aber, puh. Hat er sie einfach und dann hat er hier und dann hat er sie und dann beide. Das ist ein bisschen sad. Ist schon intens jetzt, ne? Ja. Das, Tobi, mach mal die Tür auf, bitte. Nö, den Dietrich möchte ich dafür jetzt nicht. Sehe ich nicht. Kannst du nicht einmal normal aus dem Haus gehen wie andere Leute? Nö, sehe ich nicht. Sollen wir eigentlich diese alten Bücher hier mitnehmen? Nee, brauchen wir nicht. Die respawnen eh überall. Ha. Was? Okay. War ich nicht. Okay. Oh. Nicht mal eine Kiste oder so. Vorsicht. Was denn? Nicht aber hier rüber, nicht aber hier rüber springen. Die hatten sich doch... Da geht's schon. Alter! Yo. Die haben aber auch ein bisschen, Skill-Mode an, ne? Ja. Die treffen alles, glaube ich. Ich höre nur. Ich will dir nicht im Weg rumstehen. Ich würde dir gerne helfen, aber ich will nicht hier rumstehen und dann fällst du da runter wegen mir. Nee, alles gut. Ich will nur kurz einen Pfeil bereit machen. Den Headshot verpassen und wieder zurückgehen. Ach, da ist der. Ja. Oh. Ich glaube, da war noch. War da nicht? Haha. Dein Discord ist ja sehr gut, Tobi. Haha. Was für ein Lauch. Dein Discord spackt gerade wieder rum. Ja. Ah, okay, du warst gerade bei mir Roboter. Ja, du bei mir auch. Ah, okay, geil. Oh, geil, Metallreste. Cool. Cool. So, haben wir hier noch was? Oh, geil. Ja, Granaten. Ja. Granatenstock. Das Ding sieht immer nach Metallresten aus, oder? Welches? Oh ja, mach mal. Geil. Jo, Metallschrott. Metal. So. Sonst ist hier nix, okay. Oh, hallo, na? Oder weißt du was? Bist du denn so schlecht gelaunt? Okay, der Zauberstab macht nicht unbedingt mehr Schaden. Oh, mach doch den. Was? Aber sieht gut aus. Chisel Berserker, danke schön. Vielen Dank, lieber Chiselt. Vielen Dank, danke schön. Keine Munition. Oh shit, okay. Och nee, habe ich die Bären zu Hause gelassen? Scheiße. Hier ist ein Bärenbusch. Wofür brauchst du Bären? Zum Essen oder was? Oh, nice. Ja, die healen so auf Zeit immer so ein bisschen Leben. Ah, okay. War toll. Schön, nicht die ganzen Heiltränke verbrauchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen die noch. Lass mal hier hochgehen. Oh, ich sehe hier Metall. Aber erstmal securen das Ding. Erstmal securen, Tobi. Okay, niemand drin. Aber einer war hier noch gerade. Der ist hier gelaufen. Ich habe den gesehen. Ich glaube, hier war noch eine ganze Rotte. Ah. Okay, warte.
mache nicht so viel Erfolge hier. Sehr aggressiv. Und so bin ich. Oh, hey. Oh, da kommt er da. Vorsicht. Wo ist er denn? Hä? Wo ist er hin? Irgendwie versteckt er sich. Ach, da unten. Im Bärenbusch. Oder er hat einen fetten Helm auf. Lul. Hey, das ist aber eigentlich voll nice, ne? Du pulst die und ich mach die von hinten so richtig schön. Ja, das ist geil. Und wenn du die pulst, wenn geil. Du die, ja, oh, geil, Metallschrott, Tobi. Nice. Metal. Ist das so eine Kiste? Nee. Was ist das? Nice. Ah, oh, Metallschrott, ist auch Metallschrott. Ha! Ich weiß nicht genau, ob wir da... Oh, was ist denn hier? Ist das überhaupt... Das ist nichts. Okay, cool. So. Tobi, Vorsicht. Wir müssen ganz vorsichtig vorgehen. Diese Flamme, dieses... Oh ja, Metallschrott. Cool. Ah ja, nice. Ist schon dabei. Super gut. Ohne Holzscheide. Oh, guck mal hier, Erik. Warte. Wo denn? Was denn? Wo bist du denn? Hier liegt ein Brief. Oh, Brief. Da komme ich aber. Brief. Das ist ein Briefing. So. Ein kalter Empfang. Wir sind in Rotfels angekommen. Endlich raus aus diesen verhüllten Ländern. Die Reise über die Berge war beschwerlich. Ich hatte auf ein Feldlazarett gehofft, aber es gibt hier fast nichts. Ich muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, wie ich es an der Front schon getan habe. Ich werde mein Lager in Hintertann aufschlagen. Tobi, in deinem Hintertann möchte ich auch mal mein Lager aufschlagen. So, der was? Ist notiert. Im so. Hintertann Lager aufschlagen. Na, den bringe ich in 3 Folgen, bringe ich den nochmal. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich glaube, der war ganz gut. So. Warte. Erich, du hast da gerade Metallschrott liegen lassen. Habe ich da. Habe ich nicht gesehen. So, warte. Finde ich nicht gut. Hier. Ich hoffe, wir könnten die Eingänge hier, die ganzen Dinge, aber die haben halt unendlich viel HP, ne? Oh. Hä? Wo ist er hin? Oh. Vorsicht, Besuch. Du Lump. Ah, kriegst du schlechte Laune? Schade. Jetzt versteckt er sich da unten. Was für ein Lelek. Ja, auch noch Kampfmusik. Oh, Alter. Wo denn? Von wo? Ach, da oben. Oben, der hat eine Triple Armbrust. Vorsicht, oh, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Mauer, ne? Ja. Boah. Zünd dir den Büsch an. Es gibt eine schlechte Note beim Kleingartenverein. Oh, Vorsicht, 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 Mr. Trippelarmbrust. Aber so viel cooler sieht er jetzt mit seiner Maske auch nicht aus, ne? So. Haben die überhaupt eine Wohnberechtigung für hier? Nee, deswegen töten wir die auch. Ja. Das ist schon, das ist schon frech, dass die hier einfach so... So. Da müssen wir halt mal vorbeischauen. Oh, wo bist du? Hier. So. Oh, dann will ich aber auch mal. Oh, was ist da hinten? Die Wand einfach komplett weg. Boah. Sie sind 3 Monate in Rückstand. Ja. Huch. Ach, hast du die Höhle da reingefräst? Na, hä, was? Hey, jetzt übertreibst du es aber auch mit den Anschuldigungen so. Hier, ne? Du war frech jetzt. So. Oh, haben wir Metallschrott? Ich sehe nichts. Geil. Mhm. Sehr schön hier alles. Hier? Oh. Kann ich da nicht mit der hier besser rein? Ein Metall? Doch, da.
Ja, geil. Hallo? So, ein Käfig. Ausrüstung reparieren. Oh, geil. Nice. Ja, das will ich. Ohne Truhe. Oh Gott. Tobi, wo bist du? Der ist auf einmal her. Warte. Höhle reingegangen, aber... Riecht aber auch aggressiv. Aggressiv. Der war hier unten und das war eigentlich zu. Wie hat er da unten so lange überlebt? Hä? Vielleicht braucht er keine Luft zum Atmen. Ach, Ausrüstung. Tobi, Ausrüstung reparieren. Ja, geil. War ich nochmal. Ist hier nichts? Oh. Achso, Truhe. Okay, cool. Ach, aus dem Winterschlaf habe ich den geweckt. Ach so. Ach, Pech so, gehabt ja, jetzt, ne? Gut. Kann er ja jetzt machen. Ist vielleicht einfach günstige Mietpreise hier. Man muss ja auch gucken, wo man bleibt. Das stimmt. Oh, das war's schon. Okay. Oh, hallo, mein guter Mann. Ich hatte vielleicht meine Waffe gerade noch nicht parat. Oh, da kommt der nächste. Oh, Vorsicht, Erik. Ja. Zwei Stück. Tobi, pass ein bisschen auf, ne? Auch. Ja. Sollte mehr ausreichen, glaube ich. Oh, hä? Oh, ich hab Alt gedrückt, weil ich ausweichen wollte, ich Idiot. Nein. Tobi, hau ab. Ja, ich hole noch ein bisschen. Okay. Boah, meine Güte, die haben auch keine Manieren hier. Einfach keine Manieren. Junge. So. Die sind ja wild drauf. Oh, hier ist eine Tür. Aber sie haben Metallschrott dabei. Finde ich nett von denen. Das ist schon mal gut. So, naja, hier ist ja nun nicht so viel. Ah, gut. Kann man eigentlich... Gibt das Metallschrott? Hier ist irgendwie nichts. Auch nicht. Mit meinen dicken Fingern habe ich einfach zwei Tasten auf einmal gedrückt, ne? Manchmal gibt es einfach keinen Metallschrott. Das prallt nicht an. Ja, das ist sehr selten. Das ist, glaube ich, so ein Rohstoff, den man jetzt übelst braucht und findet ihn fast nicht. Und dann irgendwann hat man Massen davon. Hey, Tobi, das Leben hat uns getrennt.